Bundesleistungsrente beschäftigt, weiß, dass das ein ziemlicher Zynismus ist. Ich habe auch mit einer gewissen Lächeln im Gesicht mitgekriegt, dass Frau Merkel jetzt sensibilisiert ist mit Blick auf das Arbeitnehmerdatenschutzgesetz. Meine Antwort an die Gewerkschaftsbewegung lautete heute, mit der SPD wird es ein solches Gesetz nicht geben. Da muss ich nicht mehr sensibilisiert werden, oder die SPD muss nicht mehr sensibilisiert werden. Sondern es würde mit uns ein solches Überwachungsgesetz in Ruheräumen, am Arbeitsplatz, in Pausenräumen, auch dort, wo geraucht werden darf, mit der SPD nicht geben. So einfach ist es. Generationswechsel, Amtswechsel in Rheinland-Pfalz. Malu Dreyer folgt als Ministerpräsidentin auf Kurt Beck.